Hallo und schönen guten Abend. Du suchst einen Aspekt in der aktuellen Season 3 in Diablo 4? Dann hast du bestimmt Obolus, um den zu gamblen. Nur du weißt es vielleicht nicht. Ja, darüber will ich heute mit euch reden. Ungenutzte Obolusse, ungenutzte Materialien, die ihr in der Season 3 nutzen könnt. Woran die meisten Leute nicht denken, was vor allem, um gezielt Aspekte zu bekommen, ziemlich praktisch ist. Und zwar, im Laufe der Season werdet ihr das neue Season-Material anstecken, und zwar die Shattered Stones, zersplitterten Steine oder wie auch immer sie auf Deutsch heißen. Das oberste Material hier oben auf jeden Fall. Ihr seht, ich habe davon 1,1 Millionen. Ja, die häufen sich ab einem gewissen Punkt der Season an. Am Anfang werdet ihr noch viele von denen brauchen und auch wenige finden, weil ihr die braucht teilweise, um Malphus zu öffnen, bei Malphus rein zu können. Und hier diese random Beutel zu craften, wo Tuning und Governing Stones drin sind, also die Skills für euer Pet. Euer Pet ist aber irgendwann voll gelevelt. Irgendwann sind alle Skills hier auf 10 und alle Governing Stones auf 10. An dem Punkt werdet ihr irgendwann in der Season ankommen, wenn ihr lang genug spielt. Vielleicht macht ihr euch noch einen zweiten oder einen dritten Char, öffnet da dann vielleicht auch noch ein paar Beutel, gebt ein paar Shattered Stones aus, aber auch da seid ihr irgendwann durch. Irgendwann seid ihr bei allen euren Chars max gelevelt mit eurem Pet. Dann steht euch auch diese Beutel mit den Governing und den Tuning Stones gar nicht mehr hier zur Verfügung. Aber es gibt hier einen Obolus-Beutel und an den denken die meisten Leute nicht. Und zwar, dieser Obolus-Beutel hier kostet 500 Shattered Stones und ansonsten nichts. Nicht einmal Gold, der kostet gar nichts. Und in so einem Beutel sind insgesamt 50 Obolusse drin. Bedeutet, wenn ich hier einen öffne, zack, sind da 50 Obolusse drin. 50 Obolusse für 500 Shattered Stones. Bedeutet eine relativ einfache Rechnung. Du teilst deine Shattered Stones durch 10 und so viel Obolusse kannst du theoretisch vergambeln. Ich habe 1,1 Millionen Shattered Stones, bedeutet, ich kann über 100.000 Obolusse mir hier holen. Einfach nur für diese Shattered Stones, die ich sonst für nichts mehr brauche. Am Ende, wenn ihr immer noch weiter Vaults farmt und euer Pet auf Max-Level ist, droppen die ganze Zeit noch Tuning und Governing Stones. Die Pet-Dinger droppen immer wieder. Wenn ihr die einsammelt, bekommt ihr, glaube ich, zwischen 150 und 200 Shattered Stones immer nochmal auf den Boden gedroppt. Wenn ihr da drüber lauft, die einsammelt, stacken sich einfach diese Shattered Stones an, ohne Ende. Und wofür die genau praktisch sind, diese Obolus-Beutel, ist, um Aspekte zu gamblen. Und zwar, ich mache die hier mal auf. Wenn ihr soweit alles im Renown-System vollgespielt habt, schon in Season davor, könnt ihr immer bis zu 1000 Obolus tragen. Könnt ihr oben ein Inventar, 33 Beutel zum Beispiel aufmachen. Und dann könnte ich jetzt hier für meine Fireball-Sorg, habe ich hier meinen ESO-Aspekt nur auf 69%. Das ist ein offensiver Aspekt, bedeutet, ich gamble dafür Fokusse, weil auf denen nur offensive Sachen rollen können und die kosten nicht so viel wie Waffen. Ich könnte zum Beispiel für einen offensiven Aspekt auch Handschuhe gamblen, aber auf Handschuhen können auch noch andere Aspekte drauf rollen, können auch Utility-Aspekte drauf rollen oder halt Waffen, die sind einfach teurer, da muss ich mehr Obolus ausgeben. Also je nachdem, was für Aspekte ihr braucht, braucht ihr noch einen seltenen Ressourcen-Aspekt zum Beispiel, die sind ja sehr, sehr selten. Hier Ringe gamblen, die sind ein bisschen teurer, aber da könnt ihr dann ja, Ressourcenaspekte oder offensive Aspekte bekommen. Es ist somit die gezielteste Art und Weise, um an Aspekte ranzukommen. So, dann sammle ich hier noch ein paar Obolusse ein. Zack, zack, zack. Und gamble hier weiter. Und gehe nach unten zum Schmied. Vielleicht weiß übrigens irgendjemand, ob irgendwo eine Stadt ist, wo Juwelier, Obolushändler und Schmied näher aneinander sind. Ich mache das immer hier unten in der Torhalle. Sind das hier schon relativ nah beieinander. Beim Gamblen können auch bis zu 925 Items kommen, aber sehr, sehr selten. In den meisten Fällen könnt ihr alles, was gelb und blau ist, kaputt machen. Und dann schaut ihr einfach nach Aspekten. Ich sehe zum Beispiel, hier ist der Conceited-Aspekt in Max Roll drin. Den brauche ich auch noch für manche Items, den bewahre ich auch. Das hier ist Müll, Müll. 1000 Aspekte Maximum habe ich aber auch noch rumliegen. Müll, 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 Müll. Hier ist der ESO-Aspekt, 48%. Das ist schon zum Beispiel besser als das, was ich auf meinem Amulett drauf habe. Könnte ich jetzt zum Beispiel schon nehmen hier. Extrahieren das. Ich habe jetzt hier gerade 69% mehr Attack Speed. Nahm mir das hier drauf. Das. Vorne. 48%. Und schon bin ich bei 72% Attack Speed. Und das Ganze kann ich natürlich so lange machen, bis ich einfach alle Aspekte, die ich haben will, in Max Roll habe. Also verschwendet nicht eure Obolusse. Lasst die Shattered Stones nicht neben liegen. Wenn ihr gezielt einen Aspekt braucht, dann gambelt Obolusse dafür. Ist super easy. Ihr bekommt auch theoretisch einiges an Materialien dadurch. Wenn ihr die gegambelten Sachen immer hier kaputt macht beim Schmied, falls euch dringend ein paar Typen Kristalle oder so finden, könnt ihr das machen. Oder wenn euch auch dringend hier andere Materialien fehlen, wie vergessene Seelen gibt es ja ab und zu mal auch raus, oder hier die Iron Chunks oder Baleful Fragments. Oder ihr könnt das Ganze natürlich auch beim Händler verkaufen.
Also, nutzt die Obolusse, lasst die Chance nicht vergehen. Letzte Season hat man dafür die Bloodharvest genutzt, immer dieses Wellen an Mobs und dann hat man sich mit Legendaries zuschmeißen lassen. Jetzt bekommen wir Obolusse, wir können gezielt nach Aspekten gamblen, die wir haben wollen. Und so macht es die Season ein kleines bisschen leichter. Wollte ich an der Stelle nur sagen, weil ich musste es jetzt in letzter Zeit ein paar Mal benutzen, um die verschiedenen Builds alle auszuprobieren und zu testen. Da war das super praktisch und den Tipp wollte ich euch dann auch nur mitgeben, bevor es irgendwann vergisst. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im Stream oder im nächsten Video. Bis dann.